Hi, wir sind hier beim Kickoff zum Aktionsfonds Stark gegen Rassismus. Hier sind 21 Projekte aus ganz Deutschland, unterschiedliche Menschen zusammengekommen, die sich alle ehrenamtlich gegen Rassismus engagieren. Und ich freue mich auch dabei zu sein. Unser Projekt heißt Augsburg, schau hin, unheard voices. Wir planen eine Porträtausstellung in der Augsburger Innenstadt. Mit dieser Porträtausstellung möchten wir Menschen in den Vordergrund bringen, die eine Rassismuserfahrung hatten. Wir haben erlebt, dass sehr viel Rassismus einfach nur kleingeredet wird. Man stempelt es ganz schnell mit Einzelfällen ab. Und diesen Menschen möchten wir eine Stimme geben, die wir auf diesen Porträts abbilden. Unser Projekt Coffee Culture ist eine Initiative von Eltern für Eltern von schwarzen Kindern. Das heißt, es geht um einen Austausch und um Empowerment von den Kindern, besonders aber auch von den Eltern, um die Kinder in ihr Leben zu begleiten, um stark zu sein, um zu wissen, wie sie in bestimmten Situationen auch einfach für sich selbst kämpfen können. Ich vertrete die Omas gegen Rechts aus Buxtehude. Und unser Projekt möchte rassismuskritisches Engagement in Buxtehude, insbesondere in den Schulen, stärken. Wir engagieren uns bei den Omas grundsätzlich, damit wir niemals gefragt werden müssen, warum habt ihr nichts getan? Wir haben uns darauf fokussiert, eine Dokumentation zu drehen, und zwar über das Thema Elimination of Racial Discrimination. Und da wollen wir uns darauf fokussieren, was heißt Elimination eigentlich? Ist das möglich in diesem Kontext? Und wenn ja, wie kann man das machen? Wir engagieren uns für unser Projekt, weil wir möchten, dass Kinder mit Unterschieden ganz normal aufwachsen und Rassismus kritisch und sensibel erzogen werden. Wir sind die kollektive Feministin der Viajale und wir machen monatliche Treffen in Dresden für Frauen aus Viajale, die Migrationsgeschichte haben, Migrationserfahrung haben, und wir vernetzen uns. Wir wollen auch das Thema Dekolonisierung jetzt vertiefen und neue Perspektive, uraltes Wissen aus Abiyala sichtbar machen und auch uns vernetzen, uns zu unterstützen. Wir müssen in die Bewegungsgeschichte gucken, und dort sehen wir, dass es weltweit letztlich immer Menschen waren, die sich privat, ehrenamtlich engagiert haben, um für mehr Partizipation, Teilhabe, für marginalisierte Menschen weltweit einzustehen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass dies hier auch in dem Projekt gefördert und gestärkt und unterstützt wird.